Irgendwie ganz geil. Also ich muss sagen, ich feiere das Spiel. Es macht echt mega Laune. Ich weiß gar nicht, was es kostet aktuell auf Steam. Ich könnte ja mal eben schnell für euch nachschauen. Das kann ich mal eben schnell tun. $14,99. Also 15 Euro kostet das aktuell. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach völlig gerechtfertigt. Völlig gerechtfertigt. Oh, warte auf Spieler. Oh mein Gott, jetzt sind Spieler dabei. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt wird's lustig. Und wir müssen Kakerlaken sammeln. Das ist gar nicht gut. Jetzt sind Spieler hier. Spinnt. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall konzentriert bleiben. Geld, Alter. Kakerlaken im Küchenschrank vielleicht? Toll. Was ist das denn für ein Raum hier? Sag mal, keine Kakerlaken. Geld. Wir finden Geld. Nur keine Kakerlaken. Und wir müssen ja auch noch dann oben zur Bank, ne? Das müssen wir auch noch machen. Okay. Problem ist, wenn wir schießen, hören das andere auch. Mir gefällt das Spiel auch sehr. Ja, also, richtig cool, muss ich sagen. Es gefällt mir richtig gut. Seitdem ich angefangen habe zu spielen, macht echt Laune. Wie gesagt, jetzt, wenn es noch ein paar mehr Spieler hätte, wäre es noch lustiger. Ich weiß halt nicht, wo die gespawnt sind, ne? Die können halt hier auch einfach in ihrem Raum sein. Und du siehst sie halt nicht, weil du nicht dahin guckst, ne? Das macht das ein bisschen spannend. Es ist halt, wie gesagt, es ist halt tatsächlich ein bisschen so mit Escape, so ein bisschen so Escape vom Tag auf so die Richtung, aber halt ein ganz anderer Grafikstil. Völlig anders, wie man erwartet. Aber so in dem Style gab das sowas auch noch nicht, glaube ich. Alter, Geld. Wie viel Geld wir einfach finden. Ich brauche kein Geld. Ich brauche Kakerlaken, Mann. Ah ja, Mülleimer, ne? Wir sollten vielleicht Mülleimer durchsuchen, die draußen sind. Aua, fuck. Shit. Das haben die gehört. Das hat irgendeiner gehört. Da würde ich verwenden. Ich lasse das Herz liegen. Scheiß drauf. Wir brauchen mal Mülleimer. Da ist eine Bombe. Wo sind wir denn? Wir sind unten an der Karte sind wir, ne? Natürlich. Ich will irgendwo einen Mülleimer finden, den wir plündern können. Oh, hier am Kino gibt es doch bestimmt irgendwas. Was ist das denn hier? Theater. Oh, eine Schatztruhe. Uff. Können wir vielleicht verkaufen? Flossenöl, Kugelgeschwindigkeit. Ah, können wir aber nicht verbrauchen, ne? Weil wir noch kein Geld, ja. In den Ritzen, vielleicht finden wir da Kakerlaken. Ich glaube zwar nicht dran, aber da finden wir Geld. Oh nein! Aua, Mann! Wow, aua, Mann! Ich bin weg, ciao. Kein Bock zu schießen. Ich brauche Dings. Ich brauche unbedingt einen Mülleimer oder irgendwie sowas in so einer hinteren Gasse. Achso, ich dachte schon. Ich habe doch keinen anderen schießen gehört. Mann. Oh ja, Gold. Gold ist richtig viel wert. Trotzdem, wo gibt es denn hier Mülleimer? Verdammt nochmal, wir sind jetzt da. Da ist ein Spieler. Ihr hört den schießen. Ich höre einen Spieler. Ist der Spieler. Ich habe ihn gehört. Sollen wir den mal angreifen? Links auch Schüsse. Oben über uns irgendwo.
Ist das eine gute Idee? Ist der? Fuck you. Alter, ist das spannend mit Spielern. Hier ist auf jeden Fall Glas zerbrochen. Hier ist auf jeden Fall jemand drin gewesen. Geil, dass hier ein Fahrstuhl ist. Vielleicht kommt hier ein Spieler. Ich brauche Kakerlaken. Ich höre jemanden laufen. Da ist, glaube ich, ein Spieler. Ja. Deswegen pulsiert das auch gerade. Ich glaube, ein Spieler ist in der Nähe. Ja, beim Fahrstuhl ist einer, glaube ich. Ich höre die Schritte. Oh, Alter, ist das spannend. Alter, wenn jetzt ein Monster kommt, ich bin so am Arsch, ne? Natürlich. Er hat den Fahrstuhl gerufen. Der läuft da. LOL! Ach, das ist ein anderes Monster. Ah, man erkennt die so gar nicht. Ach so. LOL. Das sind andere Monster. Für die sind das andere Monster. Optisch. Er ist weg, ne? Okay. Ach krass, die anderen tauchen als Monster auf. LOL. Ach, krass. Der Fahrstuhl ist jetzt out of order, ne? Den können wir jetzt nicht mehr benutzen. Ach so, die tauchen als andere Monster auf. Ach so. Aber wir haben immer noch keine Kakerlake gefunden, Mann! So, jetzt haben wir das mal gesehen mit Spielern. Echt spannend, ja. Er kommt dich holen. Mann, wir brauchen Kakerlaken. Gibt's doch nicht, müssen doch irgendwo Kakerlaken sein. Verdammte Axt. Hier ist irgendwie so eine Bar. Hier gibt es bestimmt Mülleimer. Das ist das, was wir immer sehen. Dieses Monster im Fahrstuhl. Wir verwandeln uns dann in der Stadt. Wir sind für die anderen Spieler dann so sichtbar als Monster. Ach, das ist ja krass. Das ist das, was der Schlund auch meinte. Sollen auf jeden Fall gucken, dass wir irgendwie in der Nähe vom Fahrstuhl bleiben, ne? Und wir brauchen unbedingt was zu essen. Unbedingt. Wir haben nicht mehr viel Leben. Also wir haben die Hälfte an Leben nur noch. Oh, eine goldene Schere. Ui. Eigentlich machen wir genau das, was wir nicht wollen. Oh ja, Essen. Wir wollten eigentlich nicht hier irgendwas sammeln, so was wir verkaufen können, sondern wir wollen eigentlich, Kakerlaken sammeln für die Quest. Oh ja, 3. 31 von 50. Hier ist ein Fahrstuhl. Baseballschläger, Stahl können wir verkaufen. Lass ich mal liegen. Das Problem ist, ich glaube, Gold können wir gar nicht verkaufen, ne? Weil wir nur das verkaufen können, was er haben möchte. Also ich komme nicht drum weg. Es ist ein großartiges Spiel. Es ist mega spannend. Es ist voll aufregend. Wenn man sich an diese Sicht gewöhnt hat, so wie es früher war halt so, ne? Ist halt so ein bisschen klassisch. Dann kann man da echt viel Spaß mit haben. Und das habe ich. Und heutzutage packt mich sehr selten ein Spiel. Aber das ist schon echt cool, weil diese Mischung aus diesem Escapen und alles. Nein. Und halt so. Da ist ein Mülleimer, ich will einmal gucken. Oh, ich hoffe, da kommt jetzt nichts. Kakerlaken 11. 42. Da ist noch ein Mülleimer. Was ist da denn da oben? Da oben läuft was. Ich suche ihn mal. Ja, 7. 49. Toll, eine Kakerlake. Willst du mich verarschen? Uns fehlt eine Kakerlake. Ernsthaft? Müssen... Oh!
Da ist das Monster, was ich letztens meinte. Das sind diese bösen Fallenmonster, die einfach in der Wände sind. Das ist so fies. Okay, wir müssen auf jeden Fall einen Mülleimer durchsuchen. So viel steht fest. Sollten nur nicht zu weit jetzt... Da ist noch ein Mülleimer. Wir sollten nur nicht zu weit von unserem Ausgang. Komm, Kakerlake, komm, 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 komm. Ja, Kakerlaken gibt's im Mülleimer. Okay, nice. Das heißt, in der nächsten Runde gehen wir das abgeben. Nicht jetzt, weil jetzt schaffen wir das nicht mehr. Ich gucke nochmal wegen Essen. Weil wir mit dem Leben sonst wieder reingehen müssen. Komm, ein bisschen was zu essen. Bitte, 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 bitte. Ja, Chips verwenden. Wenigstens ein bisschen Leben. So, 1,48. Ich würde Richtung Ausgang schon mal gehen. Der Fahrstuhl ist ja hier, ne? Das ist aber auch echt spannend, muss man sagen. Mit Spieler ist das schon sehr, sehr spannend. Also waren wir die ganze Zeit wahrscheinlich alleine, schätze ich mal, weil oben stand ja vorhin, wie gesagt, beim Laden warten auf andere Spieler. Natürlich. Natürlich. Natürlich steht er da jetzt, ne? Ah, ne, haben wir. Puh. Okay, rein da. Puh. Alter Schwede. Alter Verwalter. Und jetzt noch mit dem Twitch-Chat. Das ist natürlich, puh. So andere da sind, die dann noch mitvoten und oh, das Leben schwerer machen. Aber bisher war ja nur Karte gewesen, ne? Und halt, glaube ich, halbes Leben. Kann ich das verkaufen? Ja. Nee, was war denn das? Ach so, das ist... Was ist... Zählt das als Stahl oder was ist das? Büro? Ah ja, Stahl. Okay. Aber die Uhr kann ich nicht verkaufen, weil er sie nicht haben will. Ist eine goldene Uhr. Ein Wert von 39.000. Aktueller Handelswert 46% Kredit haben wir. Wert, also unser Kreditwert ist 46. Würde 17.940 würden wir dafür bekommen. Okay, Kugeln packe ich dahin. Heißt also für uns, wir müssen wie gesagt gleich nochmal rein, eine Runde. Schublade. Wie gesagt, Reservekugeln haben wir noch. Ah, okay, das ist wieder verdorben, ne? Dann schmeiße ich das verdorbene Herz weg. Okay. 1 von 8. 8 Stück können wir davon stacken. Und hier können wir 4 stacken. Das steht immer da oben links. Okay, 55 Kakerlaken haben wir. Was ist das für eine Waffe? 60 Schaden? 114 Rückstoß nur. 420 Schuss pro Minute. 50 Reichweite. Hat nur 37 Reichweite. 120er Rückstoß. Okay, auf jeden Fall ist die besser. Die ist auch blau. Miss Payne. Das ist Miss Harvey. Die können wir dann, glaube ich, auch verkaufen. Gut, wir können das auch im Inventar alles lassen, weil wir brauchen jetzt so viel nicht mehr sammeln. Ich würde eine kleine Pipi-Pause machen. Oder beziehungsweise, ja, wir machen eine kurze Pause. Und dann spielen wir gleich spannend weiter. Es bleibt spannend hier. Und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Gut. Ich würde sagen, rein in die Runde. Wir müssen die Kakerlaken abgeben. Mission, Questgeber. Dann haben wir die Bank freigeschaltet und ich denke mal, dass wir dann Geld einzahlen können. Problem ist nur, wir müssen zur Bank, um halt das Geld einzuzahlen. Wenn du auf dem Weg dorthin stirbst, ist das gesammelte Geld, was du dann in der Tasche hast, weg. So hat mir das Spiel das suggeriert. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt auf der Straße dann sterben würde, ist alles futsch. Wahrscheinlich auch Waffen und so alles, ne? Also es ist, glaube ich, von Vorteil, eine Waffe. Beitritt zum Match. Wahrscheinlich ist es von Vorteil, immer eine Waffe auch zu Hause zu haben. Oh, ich hoffe, wir kriegen irgendwann den Schreiner, dass wir auch unser Dings ausbauen können. Unser Zimmer und so alles. Ob man das auch vom Optischen so generell so erweitern kann, auch als ob es noch größer wird. Da hat man es jetzt gesehen. Also so sieht man als anderer Spieler aus. Okay, das ist gut zu wissen. Okay. Und? War noch anderer Spieler? Ja. Okay, wir haben Raids. Juhu! Wir haben andere Spieler, das wird so lustig. Wo sind wir? Ah, wir sind da unten. Wir müssen komplett nach oben. Okay.
Ich versuche schleunigst nach oben zu kommen. Natürlich. Puh, muss ich kurz ausruhen. Keine Ausdauer mehr. Wo sind wir jetzt? Wir sind da. Okay, wir müssen jetzt nach rechts zum Square. So, wieder da. Okay, hol mal auch einen Kaffee. Sehr schön. Genieß den Kaffee. Oh, hier ist ja Square, ne? Das ist so open hier. So, wir sind auf jeden Fall an der Bank schon mal angekommen. Das ist sehr schön. Da ist er. Nice. Ich weiß nicht, ob man hier jetzt geschützt ist, wenn man jetzt hier steht. Guten Abend. Ich freue mich, dich endlich persönlich kennenzulernen. Beeil dich. Der Profizug ist am Bahnhof angekommen. Mm. So. Vielen Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Profi bist. Das bin ich dir schuldig. Oh, große Blutampulle. Kleine, mittelgroße Blutampulle und Credits. Nice. Kann ich denn jetzt... Sir, die Century Bank ist der sicherste Ort in der Stadt, zumindest was Geld angeht. Bankkonto zugreifen. Ja, wir können einzahlen. Entnehmen, deponieren. Alles. Alles, was wir in den Tash hatten. Sehr geil. Cool. Okay, also heißt, jetzt können wir hier Geld einzahlen. Wir haben noch die Runde offen, ne? Sprich, wir können halt noch uns ein bisschen hier umsehen. Wir haben die Golduhr. Ich weiß noch nicht, wann wir die verkaufen können. Ich hoffe, der hat... Nee, Gold hat er, glaube ich, schon gehabt. Das heißt, eigentlich bringt uns die Golduhr nichts. Weil er... Was hatten wir jetzt für einen Tag? Donnerstag, ne? Im Game. Ich glaube, Montag war, glaube ich, der Tag, wo er Gold kauft. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Das Herz wollte ich loswerden. Blutampulle. Das müssen wir alles irgendwie unterbringen, ne? Scheiß auf die Dings. Auf die Kakerlake. So, wir sollten mal ein bisschen Munition sammeln. Ein paar Kugeln. Komme ich hier? Hier komme ich rüber, ne? Okay. Hier drüben ist auch ein Fastfood-Laden, habe ich gerade gesehen. Hier ist ein Fahrstuhl. Oh nein, das ist ein großes Monster, ne? Ja, da ist das große Monster, wovon ich euch erzählt habe. Es gibt ein großes Monster immer unterwegs. Oh, es geht da in den Raum rein. Okay, da gehe ich nicht lang. Definitiv nicht. Alter, ist es so mies, hier lang zu laufen. Über die Straße vor allen Dingen. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck! Oh fuck, Alter. Uff. Das kann hier in die Hose gehen. Das können auch welche gehört haben, ne? Aber das mit dem Voten ist wohl nicht immer, ne? Im Chat. Kann das sein? Irgendwas zu essen? Oh, Geld. Ja. Wir müssen das auf jeden Fall in der nächsten Runde mitnehmen, unser Geld. Damit wir das einzahlen können bei der Bank. Ich würde jetzt versuchen, so lange wie möglich noch zu überleben, dass wir... Oh, eine kleine Blutampulle. Nehmen wir mal mit. Dass wir dann in der nächsten Runde zur Bank fitschen, unser Geld einzahlen. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Und das können wir verkaufen. Ist ganz toll. 200 bringt das, 300, na, 1500 nehme ich wieder die Batterie mit. Oh. Okay, hier haben wir die Geldautomaten. Das heißt, jetzt könnte ich hier, ja, jetzt kann ich hier also Geld entnehmen an den Bankautomaten. Okay, sind die auf der Karte eingezeichnet? Frage ich mich jetzt gerade mal. Nein, die sind nicht auf der Karte eingezeichnet, oder? Haben wir Bankautomat irgendwo stehen? Ein Baumarkt gibt's auch. Uff. Oh, ich wünsche mir für die Zukunft des Spiels... Der erste Fahrstuhl ist da, da hinten. Ich wünsche mir für die Zukunft des Spiels mehrere Karten.
Das ist doch bestimmt möglich, auch andere Maps zu generieren, oder? Boah, das wäre so cool, was man da alles machen könnte. Wo du dann auch neue Leute kennenlernst und so, weißt du? Philippas Room Online-Shop. Ach du Scheiße. Oh, hier ganz in der Nähe ist ein Fahrstuhl. Der müsste hier irgendwo sein. Das ist bestimmt der, der hier oben war. Oh, Alter! Fuck you. Shit, Mann. Ist der hier der Fahrstuhl? What? Nein! Boah, wir haben immer viel Leben, ne? Der Fahrstuhl ist genau auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist ja ganz toll. Wir haben nicht viel Leben. Oh, ich höre jemanden schießen. Das ist gar nicht gut. Scheiße. Fuck. Irgendwie Medizin oder sowas? Scheiße. Wo ist der Fahrer? Hier ist der Fahrer. Fuck, Mann. Das ist nicht gut. Ich habe jemanden gehört. Der ist ganz in der Nähe. Nicht zu essen. Das ist ganz schlecht. Fuck. Das heißt also, wenn einer da reinschlenzelt und ganz schnell E drückt, ist der weg. Und der Fahrstuhl, also der Fahrstuhl ist dann auch weg. Komm, 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 komm. Nein, nicht immer. Würde mal wissen, wann sich die Abstimmung einschaltet, ob es da eine bestimmte Situation braucht oder sowas. Ach so, okay. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht irgendwie, ich weiß es nicht, vielleicht alle zwei Runden oder so oder irgendwie sowas. So, wir haben für ihn was zu verkaufen, diese Batterie, die blöde, die verkaufen wir mal. So, Problem ist nur, wir haben nicht viel Leben, ne? Ich frage mich, ob wir das lieber am nächsten Tag machen sollten. Weil mit dem Leben jetzt reingehen, ist blöd. Dass wir uns lieber ausruhen und schlafen, weil ich möchte ungerne 69.000 mit auf Tash nehmen. Ungerne. Wirklich sehr ungerne. Ich packe die schon mal ins Inventar. Und die 10 Blutampulle packe ich auch da rein. Diese Uhr und die Waffe, ne? Die verstopfen so unser... So unser Inventar. Kugeln. Oh ja, ich fülle mal eben auf. Der Kontoschalter der Century Bank hat wieder geöffnet. Wer weiß, wie das geschehen ist. Weißt du, was das bedeutet? Das ist der Eigentümer deiner Mühlen. Du musst dorthin gehen und dein Geld abheben. Ich kann die Geldautomaten benutzen. Das könntest du, aber du müsstest trotzdem in die Stadt gehen. Hör auf mich, lass dein Geld hier. Es ist sicherer, selbst der Tod kann kein Bankkonto löschen. Zu Hause ist es ebenfalls sicher. Du bist kein guter Ökonom. Du musst... dir um den Tod keine Sorgen machen, wenn du hier bei mir bleibst. Lass mich in Ruhe. So. Ich dachte, wir müssen dir wieder Blut geben. Ich würde den Bonsai gießen. Mit, wir gucken mal, was wir da brauchen. Ah ne, haben wir ja schon. Stimmt, wir haben den ja schon gegossen. Oh ja. Haben wir ja schon. Mit den Blutampullen ist es natürlich auch ein bisschen einfacher. Da brauchen wir uns wenigstens um Dings nicht Sorgen machen, ne? Damit es schlecht wird. Weil die Herzen sind ja verderblich. So, pass auf, dann. Wenn ich mich schlafen lege, sind morgen alle Verderblichen. Ja, okay, trotzdem schlafen legen. Gute Nacht. Erstmal ein Rauchen noch vorm Schlafen gehen. Nach 6 Tagen. Tag 5, Freitag. Freitag ist ein guter Tag. So, wer ruft an? Du bist ein Problemlöser.
Ich wusste, dass ich dich finde. Ich bin Cora. Ah, die Töpferin. Bitte hör mir zu. Die Ressourcen dieser Welt gehen zur Neige. Wir müssen das Ruder herumreißen, um mehr Pflanzen anzubauen. Hilf mir zu sammeln, was gebraucht wird. Es gibt nichts umsonst. 100 Kugeln und 3 Herzen. Wow. Wenn dein Herz sich nach einer Belohnung sehnt, bekommt es dies auch. Du findest mich im Töpferladen in Al-Sadaqwa, in der Nähe des Nichmaway. Ja, wir wissen, wo die ist. Heißt also, wir brauchen... Akt 1, wir brauchen ein winziges, 3 winzige Herzen und 100 Kugeln. Gut, das kriegen wir in der Stadt, das ist nicht das Problem. Paules winziges Herz, wird sie das auch nehmen? Relevant für die Mission. Stimmt, ja gut, ist klar, logisch. Das heißt, ich könnte die Uhr hier ablegen. Dann haben wir wieder einen Inventarplatz frei. Das Herz. Das Erste, was ich, glaube ich, jetzt mache, ist erstmal zur Bank fitschen. Das ist, glaube ich, das Erste. Ich glaube, es ist keine gute Idee, das daheim zu lassen. Also laut des Schlundes, ja. Wir gucken mal, was er Freitag hier haben möchte. Büroartikel, Verstärker. Benötigte Stichworte, Verstärker. Okay, Getränke, Büro, Verstärker. Was auch immer Verstärker ist. Schauen wir mal. So, wann braucht er denn? Warte mal, Q und R, ne? Okay, wir sind jetzt bei... Ah, hier, Dienstag ist Gold. Genau, Dienstag Gold, Montag Waffenverstärker, Getränke, Dienstag Gold, Bauteile, Büro. Mittwoch haben wir ja Sprengstoff, Dünger, Essen. Was ist denn Samstag? Ah, da kann man schon mal vorarbeiten, das ist ja gut. Kugeln, Bauteile und Essen. Sonntag gibt Werkzeuge, Dünger und Blut. Okay. Hast Geld eingesteckt? Jo, Geld haben wir dabei. 70.000 haben wir auf Tash. Bis zu 200.000 können wir auf, Creeds. Bis zu 200.000 können wir auf Tasche haben. Wert ein Credit. So. Okay, die Kugeln sammeln wir unterwegs. Die Herzen auch. Aber erstmal zur Bank ist jetzt die Quest.